Preflight. Der letzte Check, bevor das PDF in die Druckausgabe geht. Letzte Prüfung, aber auch letzte Änderungsmöglichkeiten. In diesem Film sehen Sie Neuerungen zum Bereich Preflight. Preflight kommt aus der Pilotensprache und heißt eigentlich, dass der Pilot, bevor er losfliegt, einmal um sein Flugzeug läuft und schaut, ob alles in Ordnung ist. In der Druckvorstufe war die Notwendigkeit schon sehr, sehr früh da, einmal das PDF sich genauer anzugucken, ob auch alles entsprechend gestaltet ist. Mittlerweile ist Preflight so weit gewachsen, dass ich nicht nur in der Druckvorstufe einen großen Nutzen davon habe, sondern sehr viele Dinge auch damit verändern kann. Schauen wir uns mal an, was es an Neuerungen gibt. Ich habe hier oben die Option Alle zeigen, kann die zuletzt verwendeten Profile verwenden. Schauen wir uns das mal kurz an. Ich sehe also PDF-A, PDF-Analyse, okay, alle Objekte mit Schriften. Und die Ebenen habe ich hier drin, genauso wie PDF-Korrekturen. Das sind also die gesamten von mir verwendeten Profile. Die am häufigsten verwendeten und Favoriten, wenn ich denn welche definiert hätte, könnte ich auch nehmen. Wenn mich jetzt nur PDF-A zum Archivieren interessiert, kann ich die Sichtweise reduzieren, PDF-X oder alles, was die Druckvorstufe betrifft und sehe also einige Bereiche. Wir lassen uns alle nochmal anzeigen. Die sind also hier gegliedert in verschiedene Bereiche. Wenn ich alle aufklappe, sehen wir, das ist schon eine Menge, was ich machen kann. Kompatibilität herstellen, also wenn ich zum Beispiel ein PDF weitergeben möchte, ich aber nicht weiß, ob der den Reader 9 oder 8 hat, ich weiß aber, der hat definitiv den Reader 6, dann könnte ich hier die Kompatibilität mit Acrobat 6 herstellen. Schauen wir uns ganz kurz mal so ein Profil an. Hier sehe ich also die Möglichkeiten, die ich machen kann. Es ist verriegelt, natürlich ist es ein Standardprofil und mit diesem Standardprofil möchte ich jetzt natürlich die Änderungen nicht machen, aber ich habe weiterhin die Möglichkeit, hier eigene Profile zu erzeugen und kann dann zum Beispiel definieren, ich möchte eine Warnung haben, wenn das Ganze hier von der Kompatibilität mindestens Acrobat 6 hat. Es gibt also Warnungen, Fehler und so weiter zum Prüfen. Bei Farbe genauso PDFX, PDFE und PDFA-Konformität. Also eine ganze Reihe an Möglichkeiten, auch benutzerdefinierte Profile zu machen. Die hier, die wir hier sehen, die kommen standardmäßig mit. Wenn ich jetzt mich nicht so gut im Preflight auskenne, ich weiß aber, ich suche irgendwas zum Thema Ebenen, dann kann ich hier einfach in dieser Suche eintippen und sehe, okay, ich habe die Möglichkeiten in Bezug auf Ebenen. Alle Bilder auf Ebenen verschieben, alle Textobjekte auf eine Ebene verschieben und so weiter. Oder anderes beliebtes Thema, gerade im Zusammenhang mit PDF-A, ist der Bereich Schriften. Da sehe ich also Druckvorstufe, okay, es gibt Zeitschriftenanzeigen. Gut, mir ging es eigentlich mehr um eingebettete Schriften. Ich kann hier eine Liste aller Textobjekte ohne eingebettete Schriften mir anzeigen lassen. Das ist also ein Prüfprofil, das nur guckt und nichts macht. Hier unten bei den Korrekturen habe ich die Möglichkeit, Schriften einzubetten. Wie gesagt, bei PDF-A ist das sehr wichtig. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Und das ist auch schon eine der anderen Neuerungen in Acrobat 9, das nachträgliche Einbetten von Schriften. Natürlich muss ich die Schrift haben und das Recht dazu haben, die Schrift einzubetten. Aber wie gesagt, das ist eine der Neuerungen in Preflight. Gut, gehen wir wieder aus dieser Anzeige raus. Ein anderer Punkt, den ich Ihnen noch zeigen möchte, ist hier der Bereich Standards. Gerade wie gesagt im Büroumfeld, wenn ich mich nur um die Aufgabe kümmern soll, das Ding soll archivierbar sein, dieses PDF soll dem Standard konform sein, dann möchte ich mich nicht zwangsweise detailliert mit den Sachen auseinandersetzen, die alle im Preflight möglich sind. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte das als PDF-A speichern. Und bekomme in diesem Assistenten dann alle anderen Optionen PDF-A 1a und PDF-A 1b. Hier wird auch der Unterschied erklärt. Also PDF-A 1a zum Beispiel, da ist die Voraussetzung, dass der gesamte Seiteninhalt strukturiert sein muss. Bei PDF-A 1b sehe ich, der Seiteninhalt muss nicht strukturiert sein. Und natürlich, wann ich zum Beispiel eine solche Verwendung habe. Wenn ich jetzt weitergehe, dann kann ich dieses Profil laufen lassen. Machen wir das gleiche nochmal für PDF-X, also fürs Drucken. Und schauen uns einfach mal an, was ich da für Optionen habe. Ich kann hier das Ganze als PDFX-1a und so weiter speichern. Wir nehmen PDFX3. Dann kann ich das mit einem bestimmten Profil noch konvertieren und speichere das Ganze dann. So, und jetzt werden die einzelnen Dinge gemacht. Ich sehe bei dem Ergebnis, das ist nach PDFX3 konvertiert worden. Es ist als PDF1.3 gespeichert worden. Alle Transparenzen sind reduziert. Alle Formularinformationen wurden entfernt und wie gesagt die restlichen Punkte hier. Und somit kann ich sehr schnell aus einem Dokument, das vorher kein standardkonform war,
jetzt hier den Standard definieren. Jetzt könnt ihr noch einen Report erstellen, der mir einfach diese Konvertierung zeigt. Und hier die Optionen, die sind auch noch sehr, sehr vielfältig, einfach der Vollständigkeit halber. Hier habe ich die Möglichkeit, auch ein neues Preflight-Profil zu erstellen oder auch Preflight-Profile zu importieren, wenn denn jemand einige vordefiniert hat. Preflight ist übersichtlicher geworden. Ich komme schneller an meine Profile ran, auch gerade wenn ich eben nicht weiß, wie diese Profile heißen, und kann somit meine Arbeit kontrollieren und korrigieren.